Ja, guten Abend zu unserer Präsentation. Fremd von der N. Hat jemand eine Ahnung, was das bedeuten könnte? Der Herr im grünen T-Shirt? Ja, Zwiebelfreunde, genau. Ja, ja, du kannst luxemburgisch, du hast dir schon eine Mate verdient. Ah ja, okay. Ja, also der Vortrag wird ungefähr eine Stunde dauern mit Q&A, also es soll nicht nur frontal sein. Beginnen wir vielleicht ganz am Anfang. Also wir sind aus Luxemburg, also das liegt oben rechts, also auf meiner rechten. Das sind ungefähr 275 Kilometer von hier, das heißt gar nicht mal so weit weg. Und ja, Zwiebelfreunde gibt es in Luxemburg, in Deutschland, als auch in vielen anderen Ländern. Und das sollte euch nur eine kurze Übersicht geben, wo Luxemburg liegt, denn die Frage kommt noch häufig. Wir wurden 2013, haben wir uns gegründet. Wir sind ein Tochterverein vom Chaos Computer Club in Luxemburg. Das mussten wir so organisieren, da unser Anwalt es uns geraten hat. Später erklärt Dennis dazu noch ein paar wichtige Details. Im Moment haben wir 8 Tor-Exit-Nodes, 20 Mitglieder, Bridges in 5 verschiedenen Ländern und Serverkosten von 4.500 Euro pro Jahr. Also deshalb, wenn ihr ein paar Münzen zu viel habt, dürft ihr die gerne reinlegen. Die Anfangstage waren chaotisch, wie das beim Chaos Computer Club so dazugehört. Wir haben uns auf der ersten Krypto-Party in Luxemburg Hals über Kopf gegründet. Und eine Woche später hatten wir einen Gigabit-Server am Laufen und hatten aber noch nicht wirklich die große Ahnung, wie wir uns intern organisieren. Und das haben wir dann, also wir haben den Weg im Grunde genommen von hinten nach vorne gemacht. Und in den ersten Monaten hatten wir dann auch schon Interpol am Telefon. Die wollten dann schon eine IP-Adresse von jemandem haben. Das hat für einen Adrenalinkick gesorgt, wenn das Telefon klingelt abends und sagt, ja, hallo, Interpol hier am Telefon. Und so sagt man, oh, okay, Papa, bist du das? Machst du gerade einen Scherz? Nee, okay, ist es nicht. Wir hatten den Anti-Terror-Squad von Mumbai auch am Telefon und eine E-Mail von denen bekommen. Die wollten da auch jemand ausfindig machen. Und wir wurden sogar in die Vereinigten Staaten von Amerika eingeladen, um vor einem Bezirksgericht zu erscheinen, um auch wiederum eine IP-Adresse halt eben zu erklären und öffentlich zu machen und zu erklären, was geschehen ist. Also wie man sieht, in allen Teilen der Welt hat noch nicht jeder verstanden, was Tor ist oder wie es funktioniert. Und das waren so unsere Anfangstage. Und eine lustige Randnotiz ist ein super Journalismus von computerworld.com. Die haben dann, als diese Geschichte war mit den USA, haben die Mailingliste von Tor gelesen, von den Tor Relays Operators, und die haben alle Fakten durcheinander geworfen, und dann hat sich auf einmal rausgestellt in ihrem Bericht, unser Präsident von der Vereinigung, der hat auf einmal beim ISP gearbeitet als IT-Security-Consultant und hatte nichts mehr mit unserer Organisation zu tun, und die haben alles durcheinander geworfen. Also sehr interessant, was alles so passiert, wenn man Tor-Servers betreibt und wenn man in der Öffentlichkeit damit ist und wie das Ganze eben halt funktioniert. So, ich gebe dann mal kurz ab. Ja. Jetzt mal kurz zu unserer Bandbreite, die wir so haben. Das sind jetzt Statistiken von einem Skript, was man von Moritz bekommt, der torservers.net betreibt. Die sind jetzt von heute Morgen. Also in der ersten Kolonne haben wir die Megabit pro Sekunde, die wir haben. In der zweiten Zeile viel, viel Relays, und dann in der dritten Kolonne die Kontaktdaten. Also das sind jetzt über alle Exit-Nodes, die es im Netzwerk gibt. Und wir sind jetzt momentan auf dem zweiten Platz mit ungefähr 2,1 Gigabit pro Sekunde. Das schwang sich mal ein bisschen, aber über die letzten Wochen waren wir immer so in den Top 3. Was ja natürlich mit 7 Relays ist das schon meiner Meinung nach eine sehr hohe Bandbreite, die wir anbieten. Wenn man jetzt mal schaut, Tor-Service.net hat 3 Relays mehr und aber nur so 600 Megabit pro Sekunde mehr als wir. Also es ist schon sehr effizient, was das anbelangt.
Ja, der Verbrauch, seitdem wir jetzt Statistiken erfassen auf unserem Server, sind jetzt 18 Petabyte, die wir durch unsere Tor-Exchange schon geschleust haben. Ja, und dann unser monatlicher Durchschnitt ist ungefähr 265 TB pro Server. Das ist sehr viel, aber die Server halten das ja auch dann gut aus, wenn man nur auf Tor drauf laufen lässt. Jetzt mal eine Statistik über die einzelnen Monate hinweg. Die Statistiken sind mit dem Tool VNStat, das heißt, das geht nur bis zu 12 Monate in die Vergangenheit zurück. Also die blaue Linie ist ein Total über die drei anderen Linien gerechnet. Wer von euch kennt dann die Namen, die wir unten haben? Das sind die Node Names. Kann einer die erraten? Also, was ist der Hintergrund von den Namen? Ja. Also der es errät, der bekommt Flora oder Mate umsonst. Das ist das Spiel. Oh, jetzt geht's schon los. Jetzt wird die Brille aus. Also wenn ihr nicht lesen könnt, da steht Aurora, Shulak, Kree, Ori, Tolana und Destiny und Orion. Ja. Ja, aus einem speziellen. Oh, richtig. Du hast dir eine Flora verdient. Kommst du nachher zu uns? Ja, Ja, wir haben das so als Witz bisschen, dass wir alle unsere Server, also gerade die Exit-Nodes, nach Stargate-Universen benennen, damit man nicht irgendwie so Namen hat wie Friend von der N-End, Friend von der N-2 und so. Also 1 und 2 für die jetzt kein Luxemburgisch können. Ja, was natürlich das mitbringt, wenn man Exit-Nodes betreibt, ist Abuse-Mates und Spam. Wir bekommen pro Monat ungefähr 495 Abuse-Mails. Von denen 495 sind ungefähr 420 DMCA-Complaints. Das heißt, ja, da hat jemand wieder irgendwas runtergeladen über Tor und dann, weil das dann durch unsere Exit geht, bekommen wir einen Complaint davon. Auf die antworten wir mittlerweile nicht mehr, weil das sind Bots, die Mails schicken und da ist keine Person dahinter, die irgendwie antworten würden. Dann haben wir ungefähr 72 Hacks, Attacks und Scans an Abuse-Mails, die wir bekommen. Also da hat jemand einen Port-Scan über Tor-Exit betrieben oder so. Dann drei Bot-Aktivitäten, das sind Mails, die wir bekommen von Certs, die dann sagen, ja, über eure Tor-Exit-Node hat dann ein Bot sich auf seinen Command- und Control-Server verbunden. Und dann ja ungefähr ein, das jetzt nicht in diese Kategorien fällt. Dann haben wir N-Status, das ist sozusagen unsere Webseite, die wir betreiben dann für unsere Organisation. Und da listen wir auch alle unsere Servers auf, die wir betreiben. Das ist in Python geschrieben mit dem Flask Micro Web Framework und die Server schicken einfach alle 10 Minuten einen kleinen JSON-String zum Server und sagt, dass er noch da ist. Ist ganz praktisch, wenn man ein bisschen Monitoring betreiben will und wissen will, ob die Tor-Instanz noch läuft oder so. Ja, und da sind dann eben auch alle Informationen aufgelistet, wie die IP-Adresse bei den Exits und ja das Land, wo da stehen und den Fingerprint. Und bei den Bridges haben wir eben die IP-Adressen rausgenommen, weil die Bridges ja nicht gelistet sind. Also die kann man nur bekommen, wenn man im Tor-Browser oder im Tor-Client einschaltet. Ich möchte jetzt eine Bridge benutzen. Jetzt kommen wir schon zum Teil, also das war jetzt der Teil, den wir über unsere Organisation, jetzt kommt der Teil, wie man eben jetzt eine Organisation gründet und was man dafür braucht. Ah. Also warum als Organisation? Ja, okay, Tor-Server betreiben im Privaten kein Problem, aber nicht sonderlich... Ja, rekommandiert. Also die persönliche Sicherheit ist der Vorrang. Also wenn man jetzt privat einen Exit-Node betreibt und morgens um 6:30 klingelt es an der Tür, ist normalerweise nicht der Postbote dann, dann hat man schon ein größeres Problem. Wenn man das Ganze jetzt als Organisation betreibt, dann ist es der eingetragene Verein, der dafür haftet und da gibt es dann einen Vorstand und da werden die Prozeduren ein wenig anders gehandhabt als bei Privatleuten. Also da gibt es auch Fallbeispiele aus Frankreich oder auch Österreich, glaube ich, dazu. Von den USA ganz abzusehen. Man hat natürlich auch eine Steigerung der Effizienz.
Man spricht miteinander, man entwickelt gemeinsame Methoden, gemeinsame Konfigurationen. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile. Und ich glaube, die TorService.net und die Zwiebelfreunde in Deutschland haben als Pioniere so angefangen und können auch nur davon weiterraten. Also deshalb, wenn ihr TorService im Moment betreibt, versucht, einem solchen Verein beizutreten oder einen lokalen irgendwie in eurem Bundesland zu gründen. Der erste Schritt war, nach den ganzen Telefongesprächen und E-Mails einen Anwalt holen. Wir haben natürlich jemanden versucht zu holen, der irgendwie eine Spezialisierung hat. Sind auf jemanden getroffen, der interessiert ist und haben festgestellt, das ist wichtiger, als dass er jetzt das Recht bis in alle Details kennt. Denn wenn man einen Anwalt hat, der nicht auf der Seite von jemandem ist und auch nicht verstehen möchte, wie das Tornetzwerk funktioniert, dann hat es auch keinen Sinn. Deshalb, das Verständnis ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr dann auch noch die rechtlichen Kompetenzen hat und sich nicht auch noch Hilfe von externen holen muss, ist das natürlich noch besser. Und natürlich sollte man sich seine Rechte erklären lassen und diese auch irgendwie ausgedruckt neben der Haustür haben, falls es doch mal um 6.30 Uhr klingeln sollte. Der zweite Schritt war, wir sind zu unserem ZERT in Luxemburg gegangen, zu der Polizei und zur Justiz, haben uns vorgestellt. Das klingt vielleicht schlimmer, als es wirklich war. Sie sind jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen Partner, aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit dem. Wir kommunizieren regelmäßig, treffen uns auf Konferenzen. Da besteht ein Austausch. Wir haben auch feste Kontaktpersonen vereinbart. Das heißt, wenn mal was los ist und die benötigen eine Information oder wir benötigen was, sind das immer die gleichen, die miteinander kommunizieren. Aber man sollte sich auf keinen Fall einschüchtern lassen bei dem ersten Gespräch. Also wir hatten Gesprächspartner, die waren sehr gemütlich, sehr verständnisvoll, aber wir haben aus anderen Bereichen und Ländern gehört, da ist ein wenig anders zugegangen. Die Arbeitsaufteilung im Verein ist im Grunde genommen so, dass wir die vorgeschriebenen Personen zur Verfügung stellen, die das Gesetz uns sagt, die wir haben müssen. Dann haben wir 1 bis 2 Server Operators aufgrund der Anzahl von unseren Servern. Ein Abuse Handler, der ist nötig und der hat genügend Arbeit. Ein Pressesprecher, der müsste normalerweise auch die pädagogische Kompetenz haben, das Ganze an Journalisten weiterzugeben. Das ist nicht immer so einfach. Und einen internationalen Repräsentanten. Das klingt jetzt sehr pompös, ist aber im Grunde die Person, die uns vertritt auf Meetings zwischen TorService.net, falls mal nicht der ganze Club da sein könnte, oder auf anderen Konferenzen wie der FOSDEM, der HackLU oder wo auch immer. Und dann haben wir natürlich für jede Person ein Backup. Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein Drehkreuz, genauso wie viele anderes. Corporate Identity ist nötig. Man benötigt ein Logo, ein Design und man sollte sich auch im besten Fall immer daran halten. Besorgt euch Flugblätter, Aufkleber, Plakate, was auch immer, die ihr verteilen könnt, die auf euch aufmerksam machen, sei es die von Tor, die offiziellen oder sei es eigene von euch entwickelt, aber nimmt vielleicht immer wieder mal Rücksprache mit dem Tor-Project selbst. Denn wie das T-Shirt hier, Tourist, das war eine Aktion, die gestartet wurde, super cool, aber das wird jetzt nicht weitergeführt, da Tor-Project glaubt, es wäre vielleicht ein wenig zu negativ belegt. Also deshalb coole Aktion, aber dann wurde es aber irgendwie nicht weitergeführt und deshalb, um jetzt da keinen finanziellen Schaden in der Organisation anzurichten, hängt ja auch wieder vom Projekt ab, vielleicht einfach mal kurz Rücksprache nehmen. Sucht euch Kontaktpersonen in der Zivilgesellschaft, Journalisten, Aktivisten, auch motivierte Politiker. Das hilft alles, um in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Besucht passende Veranstaltungen, wie beispielsweise Krypto-Partys oder Generalversammlungen von dem Dachverband der Journalisten oder halt alles, was in die Richtung geht, wo ihr wisst, okay, die sind die Adressaten, die wir ansprechen möchten. Und natürlich Pressekonferenzen und Pressemitteilungen
zu jedem Thema machen, das irgendwie Tor-related ist. Da gibt es genügend Beispiele. Falls ihr dieses Poster haben möchtet, die haben wir mit dabei, gegen eine kleine Spende von mindestens 5 Euro können wir euch die weitergeben. Oh, sorry. So, genau. Also wir haben genügend dabei, wenn ihr welche möchtet. Wir haben auch die Tor-offiziellen Flyers dabei, die bekommt ihr umsonst und Stickers und alles. Das heißt, kommt später einfach vorbei und bekommt alles, was ihr benötigt. Ein Fallbeispiel, was sich sehr bewährt hat, also die Antwort auf jeden Fall ist, wenn man die Frage gestellt bekommt, ja, aber Tor kann doch auch für illegales Zeug benutzt werden, dann ist die Antwort normalerweise, wo wir die besten Erfahrungen mit haben, einfach sofort eine Gegenfrage, wie hier oben im Beispiel, und nach der Gegenfrage sofort weitere Argumente liefern und die Diskussion nicht meiden und wirklich auch die Person nicht einfach dort stehen lassen, sondern sie abholen, wo sie eben gerade steht, und nicht locker lassen. Denn sonst, wenn man locker lässt, dann geht die vielleicht aber weg und macht miese Werbung. Also man sollte alles versuchen, was man kann, um Tor besser darzustellen, als es durch die Medien leider hervorgehoben wurde. Ja, ein weiter wichtiger Punkt ist natürlich die Transparenz. Jede Tor-Organisation, sage ich mal, so transparent wie möglich sein. Ein Beispiel dafür ist, dass wir zum Beispiel auch unsere Spenden, die wir reinbekommen, anonymisiert auf der Webseite veröffentlichen. Nebenbei machen wir natürlich Finanzberichte, die muss man natürlich als Organisation immer machen. Wir machen sie sogar halbjährlich. Die werden dann bei uns auf der Wiki veröffentlicht, wo man dann auch genau detailliert sehen kann, jetzt sind so viel Geld ist in die Serverinfrastruktur gegangen, so viel Geld für administrative Kosten und so weiter. Serverstatistiken sind natürlich auch immer schön zu sehen, eben die Bandbreite, die man hat oder wie viel jetzt durch die Tor-Exits geschleust wurde. Und natürlich Versammlungsberichte soll man auch öffentlich machen. Die sind bei uns auch immer im Wiki zu sehen. Wir treffen uns normalerweise jeden Montag bei uns im Hackerspace. Und wenn dann da was besprochen wurde, wird das natürlich dann auch aufgeschrieben und veröffentlicht. Jetzt die Finanzierung, das ist natürlich immer die große Frage, wie finanziert man sich denn jetzt als Organisation? Das erste ist natürlich das Startkapital, das kommt meistens von den Gründungsmitgliedern. In Luxemburg ist es so, dass man normalerweise 10 Leute braucht, um eine Organisation anzumelden. Und die sind dann auch dann dafür da, dass man sich den ersten Server kauft, wo man dann die Webseite kann drauf machen. Natürlich dann Mitgliedsbeiträge, das ist immer wichtig. Bei uns sind die Mitgliedsbeiträge relativ hoch im Gegensatz zum Chaos Computer Club, den wir haben. Für Leute, die Studenten sind oder eben kein geregeltes Einkommen, sind es bei uns 70 Euro pro Jahr. Und Menschen mit einem geringen Einkommen sind dann 120 Euro pro Jahr. Natürlich Spenden ist immer gern gesehen und da haben wir sehr viel Möglichkeiten. Ihr könnt bei uns über Flatter, Patreon, Bitcoin bezahlen, auch das Geld per Post zu uns schicken, wenn ihr wollt, wenn ihr jetzt in den anderen Sachen nicht traut. Dann natürlich jetzt die Spendenbox, die haben wir dann auch immer auf so Events dabei, wo wir dann sind. Crowdfunding ist natürlich eine sehr interessante Sache. Da war 2013 oder 2014 irgendwann war eine große Crowdfunding-Kampagne von Torservers.net gestartet worden, wo dann das gesammelte Geld dort auf die einzelnen Partnerorganisationen aufgeteilt wurde. Förderprogramme ist natürlich sehr interessant auch, also staatliche Förderungen oder so, die man kann bekommen. Da muss man eben jeweils schauen in seinem Land bzw. Bundesland, ob es da was gibt. Man kann es immer irgendwie als Wissenschaftsprojekt so raushauen. Dann Gimmicks, die Gimmicks sind sehr interessant. Also wie gesagt, die Tor-Poster sind da ein Gimmick. Wir haben die jetzt printen lassen und wir haben, keine Ahnung, wie viel jetzt dabei, so über 100 Stück oder so, fast 100. Sieht so. Dann das Bridge-Programm, das ist ein spezielles Programm, das wir haben bei uns. Wir haben in Luxemburg einen sehr großen Server, wo 28 IPv4-Adressen drauf sind und jede IPv4-Adresse hat ein paar Bridge-Server drauflaufen, und dann kann man bei uns für 36 Euro im Jahr einen dieser Bridges sponsern und dann auch den Namen dafür auswählen. Das ist dann so ein kleines Gimmick.
Dann Bundles sind so Sachen, dass man eine Stickerbox oder so macht, wo man dann für eine kleine Spende diese bekommt. Wir sind gerade dabei, auch ein 3D-Design zu machen, um so kleine Jetons zu machen, die man dann in den Einkaufswagen kann stecken, um den zu nehmen und so. Read-only Tails, USB-Sticks, ich glaube, jeder weiß, was Tails ist. Wenn ich, ist eine Linux-Distribution, die alles über Tor schmeißt. Und da gibt's verschiedene USB-Sticks, die haben einen Read-Only-Switch und die haben wir auch dabei und da haben wir dann Tails drauf, die kann man dann auch für eine Spende bekommen. Ja, und eine Spendenauktion, das war sehr interessant auf der letzten Hackerlu im letzten Jahr im Oktober. Wir hatten vorher sehr viele Journalisten und Autoren angeschrieben, wie Bruce Schneier oder auch Laura Poitras mit dem Film über Snowden und die haben wir dann dort auf eine Auktion versteigert. Da kam sehr viel Geld rein. Rund 1000 Euro. Dann nochmal kurz zu Torservice.net. Torservice.net ist ein Verbund von den einzelnen Tor-Relay-Organisationen. Also wie gesagt, da sind wir dabei. Aus Luxemburg, dann in Deutschland gibt es zwei Organisationen. Dann hat es Schweden, Frankreich und so. Auf dem Kongress ist dann auch das jährliche Treffen davon, das ist das Tor Relays Operator Meetup. Also es geht da mehr auch darum, dass jeder Operator sich da austauschen kann. Aber da trifft man dann eben alle, auch die von den Einzelorganisationen. Natürlich ist der Beitritt dort informell und kostenlos, also musst du denen nur eine Mail schreiben, hey, wir haben uns jetzt gegründet, hier ist unsere Webseite. Und dann gibt es natürlich auch spontane und inoffizielle Meetings auf verschiedenen Konferenzen wie FOSDEM, Hackerlu, ja. Dann gibt es ein paar zusätzliche Aktivitäten, die man kann machen neben dem Betreiben von Tor-Servers. Zum Beispiel Übersetzungen machen für das Tor-Projekt. Natürlich Deutsch ist jetzt vielleicht nicht gerade, also ist schon sehr vorangeschritten, aber Luxemburgisch gibt es noch nicht und vielleicht andere Sprachen, wenn ihr in einem anderen Land wohnt. Das Library Freedom Project ist sehr interessant. Das wurde jetzt in den USA gestartet letztes Jahr, wo man dann in Büchereien geht und in Bibliotheken und dort auch Tor-Exits aufstellt und oder beziehungsweise Tails oder wenigstens den Tor-Browser auf den Computern dort installiert. Wir haben jetzt auch angefangen, oder wir sind gerade dabei, die Briefe zu machen, um das in Luxemburg zu starten. Und natürlich Crypto-Partys ist auch immer sehr interessant, dass man als Organisation dahin geht und den Leuten dann erklärt, wie der Tor-Browser funktioniert oder wie man das kann benutzen. Also zur Infrastruktur. Wir haben uns selbst ein paar Regeln auferlegt, die wichtig sind, die werden auch natürlich von anderen Zwiebelorganisationen verwendet. Also first of all, man muss sich entscheiden, ob man Exits, Relays oder Bridges betreiben möchte oder ob man eine Kombination möchte. Also wir raten davon ab, alles gleichzeitig zu betreiben. Da ist das Risiko zu hoch, wenn was schief läuft, dass dann auch zu viele Nodes down gehen oder dann eben halt negativ betroffen sind. Und Exits und Relays gleichzeitig laufen zu lassen, aus demselben Grund sollte man auch stecken lassen. Und immer nur eine Serverart, eine Torart pro Server, pro physischer Server ist auch wichtig, damit nichts durcheinander läuft oder wenn was abstürzt, dann ist es nur auf einem und nicht auf dem anderen und man hat immer noch irgendwelche Tor-Servers online stehen. Also das sind alles Sachen, die sich bewährt haben in den letzten 3 Jahren. Und wir haben dann am Anfang haben wir das auch nicht so gemacht, aber wir sind auch schlauer geworden. Wie gesagt, es sind alles keine feste Regeln und man sollte versuchen, nicht über die 10%-Marke hinauszuschießen. Also am Anteil von Tor-Servern, die man betreibt, da wird das Risiko sonst zu groß, dass man so einen großen Teil betreibt, dass man sehr anfällig für Attacken werden kann. Was die Länder angeht, sollte man auch versuchen, Exit-arme Länder im Moment auszusuchen, wenn man sich schon entscheidet, einen Exit-Node zu betreiben. Man sollte auf die Diversität achten. Das heißt, wenn jetzt schon ein paar hundert Tor-Servers in Deutschland oder in Island sind, dann sollte man versuchen, auf andere Länder auszuweichen und natürlich immer die lokalen Gesetze von den Serverstandorten zu beachten. Das ändert von Land zu Land.
Am besten hat man einen Anwalt im Land selbst, den man befragen kann, und wenn nicht, dann den ASP fragen oder vielleicht auch das nationale ZERT von dem Land. Also da gibt es verschiedene Optionen. Was die Provider angeht, bevor man eine Bestellung aufgibt oder bevor man den Service anfängt zu nutzen, sollte man sich wirklich sicher sein und einen Beweis vorliegen haben auf Papier oder E-Mail, dass die auch mit allem einverstanden sind. Auch wenn es nur eine kleine Bridge ist, man sollte sicher gehen, dass man eine Antwort offiziell vom ISP hat, die bestätigt, dass es okay ist, eine Tor-Instanz am Laufen zu haben. Auch wenn es irgendwie in den Terms and Conditions vorgesehen ist, eine E-Mail mit dem Logo und allem, was dazugehört, dass man einen Beweis hat. Sonst kann das mal schief gehen. Mail-Templates, wenn ihr welche braucht, mit all den wichtigen Fragen, gibt es auf torservice.net oder halt eben auch bei uns, aber ich glaube, die sind bei uns auf dem Wiki, also einfach wiki.in.lu. Was die Infrastruktur angeht, ja, halt eben die eigene Infrastruktur betreiben. Als Webseite haben wir dann die normale Site, wo alles aber irgendwie pädagogisch aufgebaut ist, dass jeder sich zurechtfinden kann und kurz und knackig versteht, um was es geht, mit Integration von Endstatus. Dann haben wir das Wiki. Vielen Dank an die Doku-Wiki-Entwickler, dass sie eine so super Software zur Verfügung stellen. Das hilft uns enorm, uns zu organisieren. Ja, dann haben wir einen Mail-Server, ist auch unvermeidbar, alleine schon nur wegen den Abuse-Mails. Mailingliste wegen der Kommunikation, die haben wir auch aufgeteilt. Wir haben eine Announce für die Presse, sehr wichtig, damit die regelmäßige Updates bekommen. Dann haben wir eine Discuss, die offen ist für jeden. Das heißt, da ist bei uns in Luxemburg beispielsweise auch das nationale ZERT drauf und andere Organisationen und jeder, der Interesse hat. Ja, dann natürlich Backups und das Ganze auch als Hidden Service anbieten. Wenn ihr euch es leisten könnt, was sich bewährt hat, zusätzlich zu betreiben, ist ein Java-Server, also NixMPP. Die Synchronisation von den ganzen Dateien, was automatisiert laufen sollte. Vielleicht Tor Project Mirror, damit ist immer gut geholfen, oder Tails, beziehungsweise Globe, was auch immer, wofür ihr die Ressourcen gerade eben habt. Und falls ihr euch organisieren möchtet und das Ganze auch dokumentieren, dann könnt ihr Request Tracker benutzen, das ist in Perl geschrieben und das ist auch GPG-fähig. Das heißt, nicht nur die Mailingliste ist dann verschlüsselt, sondern auch euer ganzes Ticketsystem. Sehr praktisch. Es ist auch sehr wichtig, einen Hauptserver zu haben, einen zentralen Server, die ganze Infrastruktur darauf installiert zu haben und alle Tor-Instanzen auf anderen zu haben. Dann ist man sicher. Denn der zentrale Server ist im Grunde genommen aber noch das Wichtigste, ist die Kommunikation weg. Vor allem in Ländern wie Deutschland, die größer sind, wo die Leute auf verschiedenen Orten sind. Das könnte schwierig werden. Ja, das nächste ist natürlich die Sicherheit. Sichert eure Server ab. Da gibt es genug Anleitungen im Netz zu finden. Es waren jetzt auch ein paar Vorträge hier auf der GPN, also HTTPS und alle diese Sachen. Natürlich verschlüsselte Kommunikation, gerade für den Vorstand und alle Server Operators, also GPG und auch mobil über verschiedene Sachen oder über XMPP mit OTR. Und natürlich sichert auch die Rechner der einzelnen Betreiber, also die Laptops und die PCs, die sie so haben, weil die Schlüsselpersonen, also gerade die Server Operators, die können sehr schnell zum High Target werden für verschiedene Organisationen. Und da will man nicht, dass dann über die Laptops oder so von den Server Operators dann die einzelnen Nodes genommen werden. Jetzt nochmal zu Servertypen. Also für Exit raten wir an, nur physikalische Server zu nehmen, also Root-Server sozusagen, keine Vault-Server. Das hat den Grund, unser Anwalt hat uns das angeraten, weil wenn mal beim ISP oder beim Server-Provider geradet wird, dann kann schon mal der ganze KVM-Server, also die physikalische Maschine, wo der KVM-Server draufläuft zum Beispiel, rausgenommen werden, mitgenommen. Und dann habt ihr natürlich nicht nur eure Nodes dran, aber auch dann noch Server von anderen Usern beim Provider. Und das will man nicht. Das wäre einfach nicht gut. Und dann immer nachfragen, so fragt beim Provider auch nach, ob unmeted auch wirklich unmeted bedeutet. Also wir hatten den Fall, wo
wir gefragt haben, ja, der Gigabit-Server, ist der dann auch wirklich anmietet? Und da hatten wir, ja, der Chef von ihnen hat uns geantwortet, ja, anmietet means anmietet. Und dann nach einem Monat hat er gesagt, das kann doch nicht sein, dass ihr so viel verbraucht. Also immer genau nachfragen und vielleicht sogar dreimal fragen. Und wenn dann ohne nicht klappt, dann kann man wenigstens ihm die Mail sagen, hier, ihr habt das aber geantwortet. Weil bei uns war es so, dass wir dann eine Rechnung für 400 Euro bekamen, so, weil wir die Bandbreite zu viel ausgenutzt haben. Zu den Hardware-Anforderungen auf den Servern von Exit, also wenn ihr einen Gigabit-Server betreibt, braucht ihr mindestens 8 GB RAM, einen 30 GB Disk Space, einen Octa-Core mit AES NI und da müssen dann auch schlussendlich mehr Tor-Instanzen drauflaufen, weil eine Tor-Instanz bringt es nicht fertig, den ganzen Gigabit auszulasten. Und natürlich, das hilft dann auch, wenn man genug RAM hat und den Octa-Core, damit auch die Verschlüsselung gut funktioniert. Bei 100 Megabit reicht 2 GB RAM und 10 GB Disk Space und ein Quad-Core. Dazwischen muss man dann eben ein bisschen skalieren in mehr RAM und dann irgendwann auch dann eine schnellere CPU. Wenn man jetzt nur Bridges laufen lassen will, also für eine Bridge geht 121 Megabyte RAM reicht aus, 2 GB Disk Space und ein einfachen Single-Core. Bridges brauchen eben nicht so viel. Außer man will jetzt so machen wie wir, dass wir einen riesen Server haben, wo wir schlussendlich 36 Instanzen drauflaufen oder so haben. Das hängt dann noch davon ab, wie viel Instanz man betreiben will. Wir haben das auch alles bei uns im Wiki stehen, also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Die Exit Policies, also das kann man bei den Tor-Servers einstellen, auf welche Ports er sich verbinden kann, also ob die Clients jetzt auf einen SMTP-Port können oder BitTorrent darüber machen können. Wir haben SMTP bei uns gesperrt, weil einfach so viel Spam dann drüber läuft, weil die sich dann auf irgendwelche Open-SMTP-Server konnektieren. Und natürlich BitTorrent ist auch nicht so gerne gesehen, weil dann bekommen wir einfach noch mehr DMCA-Complaints als vorher. Die Automatisierung ist natürlich sehr wichtig. Automatisiert die Tor-Konfiguration, also schreibt euch Skripte, beziehungsweise nimmt die Skripte, die wir haben, da kann man einfach das ausführen und sagen, hier, ich will jetzt so viele Tor-Instanzen auf diesem Server laufen haben, der hat ein Gigabit und dann macht er das. Aber gerade auf den Exits, wenn ihr die betreiben wollt, dann ist es natürlich sehr wichtig, auch ein DNS-Cache laufen zu haben, also zum Beispiel unbound, weil wir hatten die Erfahrung gemacht, dass durch die vielen DNS-Anfragen, die durch das Tor-Netzwerk kommen, dass die Provider DNS ein bisschen buggy werden. Das heißt, die haben einfach nicht mehr geantwortet oder so, weil wir die einfach so ein bisschen gedidost haben, sage ich mal. Ein Unbound installieren ist auch sehr schnell geschehen. Da muss man nur in der Tor-Konfiguration sagen, hier benutzt diesen Resolver. Weil es gibt aber sehr viele Leute, die auf die Standard-Website wie Facebook und was weiß ich, gegen Google und so. Monitoring und Statistiken, ja, betreibt Monitoring. Also ihr wollt ja nicht, dass eure Tor-Instanzen irgendwie down gehen und ihr das nicht mitbekommt. Wir haben dafür dann unser eigenes geschrieben, weil wir jetzt nicht einen großen Munin oder so wollten betreiben. Und sammelt Statistiken, ja. Also wir machen das jetzt mit Vereinstadt, um ein bisschen den Durchschlag oder den Verbrauch zu überprüfen. Aber da kann man auch noch mehr machen. Man möchte aber natürlich nie in die Daten reinschauen, die durchgehen, weil das ist nicht gern gesehen und man sollte das auch nicht machen. Wir sind ziemlich schnell fertig heute. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wir haben jetzt noch sehr viel Zeit eigentlich. Da ist unser URL. Wie gesagt, wir haben noch Stickern hier und Flyers und Posters. Und nach uns ist auch kein Vortrag, das heißt, wir haben jetzt genug Zeit. Jemand? Ja. Okay. Ich wiederhole einfach. Wie ist es mit, also wenn Privatleute eine Node betreiben und eine Exit-Policy, also eine Bridge? Ja, also die Frage war jetzt, ob man als Privatperson auch Bridges oder Relays betreiben kann ohne Exits.
Bridges ist normalerweise kein Problem, weil die Bridges sind ja nicht offiziell gesichert sozusagen. Das heißt, man muss beim Tor-Browser oder beim Tor-Client einstellen, ich möchte jetzt eine Bridge benutzen und dann die IP-Adresse entweder eintragen, beziehungsweise es gibt da verschiedene Wege, wie man dann die bekommt. Wir haben normalerweise nie ein Problem damit gehabt. Natürlich als Organisation, wir sagen jetzt unseren Mitgliedern nicht, dass sie das nicht dürfen, aber wir haben jetzt auch keinen, der das macht eigentlich. Also die Erfahrung, die wir haben, ist auch, dass das CERT und die Polizei in der Diskussion zu verstehen gab, dass sie vor allem für die Exits interessiert sind und dass da das große Problem liegt. Das heißt, wenn man eine Bridge oder ein Relay betreiben würde von zu Hause aus, müsste im Grunde genommen okay sein. Also die sind schon eher auf die Exits aus, da das größere Übel auch entsteht, wenn man so will. Das heißt also, wenn du die Bandbreite hast und die Möglichkeiten, mach es. Ja, aber da, das bei den Kernanschlüssen ist ja nicht für diese Person. Also man hat die komische. Also es gibt sehr, sehr viele Anbieter, die kommen, also wenn du es zu Hause machst, also KBB oder sowas, die kommen dann immer und sagen so, ja, das ist nicht für mich. Oder war es mal nicht zumindest, sagen, aber so viel kenne ich dann doch nicht. Okay. Ja. Also ich bin leider auch ein Relay seit Jahren bei mir zu Hause und habe mich vorher bei einem Freund direkt nochmal schlau gemacht. Bei Bridges und Relays wirst du normalerweise nicht belangt, weil nur von hier weitergeleitet wird. Beim Exit-Mode stimme ich euch absolut zu, auf keinen Fall als Privatperson betreiben. Sondern in Deutschland bietet sich da wirklich der eingetragene Verein an und da hätte ich noch viel zu, was die Finanzierungsgeschichte angeht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, an einen eingetragenen Verein, der das Gleiche macht, heranzukommen und von dem eine Satzungskopie zu kriegen, die also bereits genehmigt worden ist, weil wirklich die eingetragen ist, wenn der zum Gericht gehen und sich dort versuchen eintragen zu lassen. Das ist immer wesentlich einfacher und natürlich auch wesentlich billiger als in der Selbstversatzung schreibt. Wenn die mal eingetragen ist, Kontakt aufnehmen zu Vertretern in der Politik, immer gut. Wenn es darum geht, nachher beim Finanzamt den Verein als gemeinnützig anerkennen zu lassen. Weil nur wenn er gemeinnützig sein, wird er gespendet werden. Ansonsten kann es euch nicht passieren, dass ihr gefeuert werdet. Das kann Jahre dauern, bis die auf den Richter kommen und dann kommen die auch mit einer Richterforderung und die ist zugleich. Das heißt, der geschäftsführende Vorstand ist dafür haben. Und die drei Personen, die letztlich beim Amtsgericht unterschreiben. Erster Vorsitzender, zweiter und Kassenhaus. Das sollte man wissen. Ja, das hängt ja immer irgendwie auch von den Gesetzen ab. Also in Luxemburg ist das jetzt nicht so das große Problem. Ja. Das Einzige, was eben bei uns ist, wenn man die Spenden steuerlich absetzen möchte, da müssen wir uns als Organisation natürlich wieder extra irgendwo melden und sagen, ja, wir möchten jetzt Spenden bekommen und dass die Spenden eben das können absetzen auf den Steuern, aber das ist dann auch wieder viel Papierarbeit und Berichte reingeben und so. Aber ja, wie gesagt, natürlich. Ja. Ja. Ja, also es geht darum, dass die Spenden eben, dass man sich hier in Deutschland gerade beim Finanzamt meldet und ja. Sonst soll ich ein Mikrofon. Sie hören kein Mikrofon. Ja. Kein Thema. Funktioniert das? Ah ja, cool. Sorry, jetzt musst du wieder alles wiederholen.
Wunderbar. Ja, also das funktioniert so, du gehst einfach mit deiner Bescheinigung vom Amtsgericht, wo der Verein eingetragen worden ist, gehst du zum Finanzamt, legst die Satzung vor, erklärst denen kurz, worum es geht und worin die Gemeinnützigkeit liegt. Und die entscheiden dann darüber, ob du diesen Status bekommst oder nicht. Ja. Interessant ist das vor allen Dingen, wenn es um die Finanzierung der Server geht und du zum Beispiel an Unternehmen rangehst, die der Sache offen gegenüberstehen. Solche Unternehmen gibt es durchaus. Es gibt ja verschiedene Unternehmensverbände, vor allen Dingen in Großstädten, die sich mit Open Source und Ähnlichem beschäftigen und die durchaus schon mal bereit sind zu sagen, okay, komm, so ein Root-Server, was kostet das Ding noch? 100 Euro im Monat, kein Thema, machen wir. Wir hätten aber gerne Spendengewinnung. Und dazu brauchst du halt diesen Status. Und wenn du den Status einmal hast, dann kommt dir auch keiner mehr vom Finanzamt und will in die Bücher gucken. Ne? Normalerweise ist das auch kein Thema. Danke. Noch irgendwelche Fragen? Jetzt haben wir das Mikrofon. Ja. Nee, sieht nicht so aus. Also wenn noch Fragen sind oder euch jetzt keine einfallen, wir sind natürlich immer noch hier auf der GPN heute und vielleicht auch noch morgen ein bisschen, das wissen wir nicht. Und sonst kann man uns eine Mail schreiben oder auf Twitter. Ja. Und wenn ihr jetzt noch Poster wollt oder so, dann könnt ihr jetzt nach vorne kommen sozusagen. Sonst bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier wart.